So übst du die Unabhängigkeit der beiden Hände. Du kennst sicher das Problem, du übst mit der linken Hand, du übst mit der rechten Hand und zusammen klappt es ganz einfach nicht. Überhaupt für Anfänger ist es schwierig, unterschiedliche Bewegungen mit den beiden Händen auszuführen. Hierzu gibt es aber eine sehr gute Übung, die für Fortgeschrittene und auch für Anfänger ist. Die Übung heißt Legato Staccato, also gebunden und punktiert. Diese Übung spielen wir so, also mit der linken Seite spielen wir gebunden und mit der rechten Seite punktiert. Das hört sich so an. Hier ist der Gleichton. Wichtig ist, dass du den punktierten Teil, also die rechte Seite, wirklich übertrieben ausführst. Also nicht, die Finger bleiben nicht auf den Knöpfen, so wie man eigentlich spielt, sondern du springst quasi weg. Und beim gebundenen Teil bleibst du einfach ganz dicht an den Knöpfen. Du kannst diese Übung so beliebig oft du möchtest spielen. Also ich empfehle dir zweimal auf Druck und zwei Takte auf Zug und das dann wieder von vorne beginnend. Jetzt spielen wir diese Übung Legato Staccato und jetzt spielen wir Staccato Legato. Also wir drehen den Spieß ganz einfach um. Jetzt spielen wir hier übertrieben, also wirklich übertrieben punktiert mit der Bewegung nach oben. Und hier gebunden und schön an den Knöpfen bleiben. So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen. Solche Übungen und Lerninhalte findest du auf musikerstube.at. Du kannst ganz einfach auf den oben stehenden Link klicken und kommst auf den Kurs für steirische Harmonika. Und ich freue mich, dich schon im Kurs begrüßen zu dürfen. Ciao, baba und bis zum nächsten Mal.